Hallo und wunderschönen guten Tag in die Gruppe. Hey, ich hoffe, es geht dir wunderbar, ja, und du genießt diesen herrlichen Tag. Ich wollte heute mit dir über etwas sprechen, was eigentlich, ja, das Grund, also ein ganz, ganz wichtiges ist, nämlich um das Thema, wie schaut eigentlich eine gesunde Körperhaltung aus? Eine Körperhaltung, die wirklich meine Gelenke entlastet und meinen Rücken vor all dem richtig schön entlastet. Wie schaut die aus? Weil die meisten, das ist so lustig, wenn ich mit ihnen spreche und ich sage, dass ich eben Körperhaltungsexpertin bin, machen sie gleich den hier. Ja, sie richten sich sofort auf. Und eigentlich geht's gar nicht um diese Bewegung. Die Körperhaltung beginnt nicht im Brustbereich oder im Schulterbereich, sondern weißt du, wo die gerade Körperhaltung beginnt? Schreib mir mal in den Chat, wenn du das weißt. Und eine gerade Körperhaltung beginnt bei den Füßen, ganz, ganz unten bei den Füßen. Genauer genommen bei den Fußsohlen. Und ich möchte jetzt mit dir Schritt für Schritt deinen Körper durchgehen und dir zeigen, ja, worauf du achten darfst, um wirklich deinen Rücken, deine Gelenke vom Knie, Hüfte, Schulter komplett entlastet, weil dann wirklich das Gewicht, wenn du eine gerade, gesunde Körperhaltung hast, weil das Gewicht dann wirklich optimal auf deinen gesamten Körper verlagert wird. Deswegen, lass uns das gut durchgehen. Ich bin ready. Ich hoffe, du auch. Steh nur auf und mach jetzt direkt mit. Steh auf. Stell dich mal hin und wir fangen ganz, ganz unten an bei den Fußsohlen, okay? Und jetzt fühl dich mal rein. Stell dich hin und fühl dich mal rein in den Füßen. Wo ist dein Gewicht, wie ist dein Gewicht verlagert? Ist dein Gewicht mehr auf dem Hinterfuß, also auf den Fersen? Oder ist dein Gewicht mehr vorne? Und wenn es vorne ist, ist es mehr auf dem Ballen oder mehr auf dem Kleinzeh? Wo, wenn du dich mal reinfühlst, wie ist dein Gewicht verlagert? Und jetzt kommt es nämlich richtig, die meisten, und so war es bei mir auch, mein Gewicht war viel zu weit nach vorne verlagert, auf den Zehen eher. Die Ferse, die war eher nicht in der Luft, aber da war ganz wenig Gewicht oben. Und wichtig ist es, dass es genau umgekehrt ist. Dass du das Gewicht, 60% deines Körpergewichts, nach hinten verlagerst, auf die Fersen. 60% sind auf die Fersen deines Körpergewichts, dann und der Rest ist vorne verteilt, okay? Und dann hast du von unten schon den richtigen Stand zumindest, dass du das dann auch richtig machst mit der Körperhaltung. Also, dass du einen schönen, festen Stand am Boden hast und 60% wirklich auf den Fersen verlagert hast und nicht vorne stehst. Wenn ich bei den meisten Haltungsanalysen, die ich mache, stehen die meisten Menschen, und beobachte dich mal im Spiegel, stehen die meisten Menschen viel zu weit nach vorne. Wichtig ist, dass du dich nach hinten verlagerst. 60% wirklich auf die Fersen aufkommen, okay? Weiter geht's, wir machen weiter bei den Knien. Wir bleiben noch unten bei den Knien. Bei den meisten Menschen ist es so, dass die Knie total durchgestreckt sind. Wichtig ist es, dass die Knie leicht gebeugt sind. Ganz leicht die Knie beugen. Es ist so wichtig, dass du auch die Kniegelenke schonst und das Gewicht nicht so drauf lässt. Das heißt, schau, dass du die Knie leicht beugst. Ganz leicht. Okay, Step Nummer 2. Da machen wir auch schon weiter bei der Hüfte. Da kommt auch so häufig kommt der Fehler, dass die meisten Menschen, ja, bei mir sieht man das jetzt nicht so gut, aber die meisten Menschen stehen so da, dass sie ein totales Hohlkreuz haben und der Bauch auch hervorsteht dadurch, durch diese Haltung. Wichtig ist, dass du den Bauch anspannst, den Po anspannst und das Becken nach vorne bringst. Das macht einen riesen Unterschied. Das heißt, es ist wichtig, den Gluteus, den Po anzuspannen, den Bauch ein bisschen anzuspannen und schon bringst du das Becken in die richtige Stellung. Check! Weiter, machen wir weiter, meine Lieben. Machen wir weiter. Wir gehen weiter von der Hüfte. Jetzt kommt die Brust dran, ja. Die Brust, das machen die meisten tatsächlich auch richtig.
dass du da aufmachst einfach. Du musst es nicht übertreiben und was ich wie hochziehen, sondern leicht die Brust zur Decke raufziehen. Einfach, ja, ein bisschen so diese Stärke auch ausstrahlst, diese Selbstsicherheit. Ja, ich bin da, ich möchte gesehen werden und mit so einem Stolz auftrittst. Okay, also die Brust leicht öffnen und das Brustbein Richtung Decke ziehen. Und dann gehen wir über zu den Schultergelenken. Die Schulter, die ziehst du nach hinten und zurück. Nach hinten und nach unten. Genau so ist es. Zieh die Schulter nach hinten und nach unten. Dann hast du auch da die optimale Stellung für deine Schultergelenke. Ja, dann sitzt wirklich der Schulterkopf richtig in der Pfanne. Ja, wenn du die nicht nach vorne hast, so, sondern nach hinten, nach unten, Brust Richtung Decke ziehen. Und dann sind wir auch schon fast am Ende, weil der Kopf, der spielt auch noch eine große Rolle. Der Kopf, der wiegt ja 6 Kilo. Musst du dir vorstellen, allein unser Kopf, der wiegt 6 Kilo. Und nun kannst du dir jetzt ungefähr vorstellen, wie es bei den meisten ist, dass der Kopf viel zu weit nach vorne verlagert ist, weil man einfach immer nur am Schauen ist, am Laptop ist. Deswegen verkrampfen die hinteren Muskeln total. Und ja, weil sie dieses Gewicht tragen müssen noch. Ne? Deswegen entlaste deine Nackenmuskulatur und deine Halswirbelsäule und schau, dass du das Kinn Richtung Kehle ziehst. Ja, da muss ich mich auch immer wieder erinnern. Ja, auch ich. Kinn Richtung Kehle und nach unten. Kinn Richtung Kehle und nach unten. Und dann bist du eigentlich in der perfekten Haltung. Herzlichen Glückwunsch. Also, am Anfang mag das vielleicht viel erscheinen, denkst du, oh mein Gott, ich muss mit den Füßen unten anfangen und dann noch die Knie und die Hüfte und die Schulter und die Brust und den Kopf. Aber ich sag's dir, erstens, ja, wenn du das erstmal einmal intus hast, dann gewöhnst du dich daran. Und wenn du dann sagst, boah, Babuschi, das ist so anstrengend. Es ist so anstrengend, diese Position zu behalten. Dann kann ich dir noch sagen, dass ein gezieltes Training hilft. Ja, nicht nur Training, sondern auch ganz, ganz viele andere Aspekte spielen da eine enorm wichtige Rolle. Nicht nur Training, nicht nur das Dehnen, sondern ganz, ganz viele andere Aspekte spielen eine wichtige Rolle. Und wenn du darüber mehr erfahren willst, oder wenn du, weiß ich nicht, in bestimmten Regionen deine Problemchen hast, wenn du sagst, ja, mit der Hüfte klappt das super, aber die Schulter, die fallen immer wieder nach vorne. Ja, wenn du dieses Problem zum Beispiel hast, dann melde dich gerne bei dir. Du bist hier in der Gruppe, weil ich dich unterstützen möchte, weil ich für dich da sein möchte. Und ja, das Einzige, was ich tun kann, ist es anzubieten, dass du auf mich zukommst. Diesen Schritt darfst du gehen. Und wenn du den machst, dann bin ich super gerne für dich da. Hör mal an, was du so für Herausforderungen hast und was wir in deinem konkreten Fall tun können, um dieses Problem zu lösen. Und zwar dauerhaft und nachhaltig, weil das so, so wichtig ist, ja, dass du nicht nach kurzer Zeit wieder einsackst und wieder alles beim Alten ist. Von dem her melde dich gerne. Ich werde den Link einfach irgendwo reinpacken, oben oder ins erste Kommentarfeld, schauen wir mal. Und da kannst du dich einfach ein Gespräch bei mir schauen, wann es dir am besten passt. Such dir ein Zeitfenster aus. Lass uns reden, lass uns nach Lösungen finden und dir eine Körperhaltung verwirklichen, die nachhaltig ist, die deinen Rücken, beziehungsweise nicht deinen Rücken, deinen gesamten Körper, du merkst es ja, vom Kopf bis Fuß entlastet, deine Gelenke, deine Wirbelsäule. Ja, und ja, also schau, wann es dir am besten passt. Ich habe hier ein paar Timeslots freigegeben für dich und ja, ich wünsche dir einen herrlichen Tag. Bleib in deiner wirklichen Größe, sage ich jetzt mal. Und wir hören uns hoffentlich ganz bald. Alles, alles Liebe. Ciao.